Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Wir fahren heute das Szenario Verkehrsstau mit der Baureihe 612 auf der Strecke Tarente-Rampe, Dresden-Chemnitz. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Tag. In der Nähe von Freital hat sich ein Vorfall ereignet, der zu einem Verkehrsstau auf der Zufahrt nach Dresden geführt hat. Sie wurden mit dem Betrieb dieser Ihrer Einsfahrt nach Dresden beauftragt. Denken Sie daran, auf bevorstehende Signaländerungen zu achten und sicherzustellen, dass Sie alle Haltestellen rechtzeitig erreichen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Abonnieren, liken und einen Kommentar würde mich freuen und ist kostenlos. Danke. Wir fahren heute mit SIFA und BZB. Bereit. Stellen Sie sicher, dass die Strecke frei ist, bevor Sie abfahren. Auch ich habe das mit Transimbert 3 mitbekommen. Ich war etwas erschrocken, da ich auf neue Strecken und Loks gehofft habe bei dem 24H-Livestream. Nun ja, versteht mich nicht falsch, ein neuer Teil ist schon gut. Aber Transimbert 2 hält meiner Meinung nach noch viel offen für Verbesserungen. Wie zum Beispiel das BZB-System. Ich meine, die neuen Screenshots sind gut. Auch die 186 Kilometer lange Strecke Kassel-Würzburg ist der Wahnsinn. Uns bleibt ja nichts übrig als abzuwarten. Natürlich habe ich mir Transimbert 3 auch vorbestellt und werde Videos dazu machen. Aber zurzeit kann und möchte ich nichts weiteres dazu sagen, weil ich mich auch überraschen lassen will.
Thank you.
nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Abonnieren, liken und ein Kommentar würde mich freuen und ist kostenlos dafür. Sie haben Dresden sicher und ohne weitere Probleme erreicht. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben.